Mist, kannst du gerade mal die Erdbeeren bezahlen? Safe, aber hast du kein Bargeld mehr oder was? Nee, ich habe mir in der Pause ein bisschen viel am Kiosk gegönnt. Boah, manchmal wünschte ich, ich könnte einfach mein Geld zu Hause ausdrucken. Stimmt, das wäre so nice. Aber wie macht das eigentlich die Bank? Ich meine, stecke ich meine Karte rein und da wird sofort das Geld gedruckt? Oder wie funktioniert das? Nee, die muss sich das Bargeld besorgen. Und damit die Scheine wirklich bei der Bank ankommen, muss vorher ganz schön viel passieren. Ah, also ein bisschen wie bei unseren Erdbeeren. Ich meine, die tauchen ja auch nicht einfach so in der Schale auf. Genau, das lässt sich eigentlich wirklich gut vergleichen. Alles beginnt bei der Europäischen Zentralbank. Die ist übrigens in Frankfurt am Main, also Deutschland. Sie überlegt sich jedes Jahr ganz genau, wie viel Bargeld gebraucht wird in den Ländern, die mit Euro bezahlen. Das macht der Bauer ja auch. Also sich überlegen, wie viele Erdbeeren werden dieses Jahr wohl gegessen. Ich sag mal, viele. Dazu sagt man übrigens Prognose. Das heißt, man versucht, in die Zukunft zu schauen. Ich würde auch gerne in die Zukunft schauen und gucken, ob du dich heute traust, vom 3-Meter-Brett zu springen. Also, meine Prognose lautet nein. Chill. Aber wie geht's denn jetzt weiter? In jedem Land kümmert sich dann eine Zentralbank darum, dass das Geld auch wirklich hergestellt wird. In Deutschland ist es die Deutsche Bundesbank. Die ist übrigens auch in Frankfurt am Main. Und die druckt das Geld? Nee, das macht die Bundesdruckerei in Berlin. In Europa gibt es insgesamt 11 Druckereien, die Geld drucken. Aber wie sorgen sie dafür, dass alle Scheine gleich aussehen? Die benutzen natürlich alle die gleichen Vorlagen. Und dann gibt es mehrere hundert Tests, die gemacht werden. Mit denen checken sie, dass alle Scheine wirklich identisch sind. Dass dein Euro-Schein in Berlin gedruckt wurde, erkennst du an diesem R, hier auf dem Geldschein. Steht da ein anderer Buchstabe, kommt aus einem anderen Land. Also, unsere Erdbeeren kommen auf jeden Fall aus Deutschland. Aber ich habe die mit Münzgeld bezahlt. Wo kommt das dann her? Mit Münzen funktioniert das alles genauso. Die werden bloß nicht in Bundesdruckereien, sondern in Prägestätten hergestellt. Davon gibt es ganze 5 in Deutschland. In Berlin, München, Karlsruhe, Stuttgart und Hamburg. Und wie geht's dann weiter mit dem Geld? Naja, es wird an die Zentralbanken ausgeliefert und dann an die Banken verteilt, wo du es dann am Ende bekommst. Also so wie die Erdbeeren am Erdbeerstand. Ey. Hast du die jetzt wirklich alle aufgegessen? Ups, sorry. Lass es mich noch einmal zusammenfassen, damit ich weiß, dass ich wirklich alles verstanden habe. Also, die Europäische Zentralbank macht eine Prognose. Das heißt, eine Vorhersage, wie viel Bargeld in diesem Jahr gebraucht wird. Genau. Okay, und die Zentralbanken sagen das dann den Druckereien und Prägestätten. Und die stellen dann das Geld her. Mhm. Von da aus wird das Geld dann zu den Zentralbanken gebracht, wo es dann auf die Banken verteilt wird, wo wir unsere Konten haben und Geld abheben können. Ja, genau. Und apropos Geld holen, ich wette mit dir um 5 Euro, dass ich mich doch traue, vom Dreier zu springen. Okay. Deal.